Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, zweiter Versuch. Ich versuche jetzt nochmal eine Aufnahme von unserem letzten CK zu machen, denn der Sieg war nicht verdient, muss man mal so sagen. Also wir haben hier zwar gewonnen, aber eher unverdient. Warum das zweite Mal? Weil ich eben schon 10 Minuten gequatscht habe und habe dann versehentlich gar nicht das richtige Bild aufgenommen, sondern war noch in einem ganz anderen Dorf mit meinem Aufnahmeprogramm, aber nicht hier in diesem Dorf. Und deswegen... Also zweiter Versuch hier, also wir haben hier schon relativ gut angegriffen, aber der Gegner hat echt gut dagegen gehalten und es sind hier noch etliche Sterne offen und hier sogar noch ein Rathaus 9. Ja? Und warum unverdient? Weil der Gegner eigentlich noch einen Angriff gehabt hat, nämlich einen Elfer, und der hätte den Piano hier ganz Piano machen können. Hat er aber nicht, hat seinen Angriff verpennt an der Stelle und wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Piano. Er ist noch nicht ganz so lange bei uns und probiert sich hier mit einem Golaloon, mit Dreier Golem und noch den Hund auf Level 1, also mal gerade so die Kaserne fertig gemacht. Aber ich denke mal, kann man hier ruhig machen. Vielleicht die Zauber etwas ungünstig gewählt, also ich würde immer einen Sprungzauber mitnehmen, denn jetzt klebt natürlich gleich, wenn deine Mauerbrecher nicht ruhig durchgehen und die gehen hier nicht so gut durch. Dann kommst du nicht in die Mitte dieser Base rein und eigentlich will man da ja hin, denn die ganze Verteidigungsanlagen sollen natürlich auf die Golems schießen und wenn die schön in der Mitte sind, dann schießt natürlich alles schön in die Mitte auf die Golems, auf den King und auf die Queen und du kannst ganz Piano mit deinen Hunden und deinen Loons hier in diese Base rein, also die Luftabwehren hier natürlich noch nicht so super stark, aber Verteidigung ist Verteidigung und gerade weil es auch Hunde schon auf Level 1, die haben auch schon über 5000 also Lebenspunkte und die müssen diese Def-Gebäude erstmal runterschießen. Jetzt kommen da zwar ein paar Luftfallen hoch, aber er unterstützt hier richtig schön mit den Loons und so ist das hier. Ich weiß nicht, ob es ein schöner 3-Stern-Einstand von ihm ist. Er hat, glaube ich, schon 1 CK hier mitgespielt. Da ist das nicht so gut gelaufen. Aber jetzt hat er hier seinen 3-Stern-Einstand gegeben und ist auch gut dabei. Wir haben ja so ein, zwei neue Leute gewonnen, aber wir sind immer noch unter 40 wieder. Also ich weiß nicht, was bei uns los ist. Irgendwie kriegen wir den Clan nicht voll, finden einfach nicht die passenden Dörfer. Und obwohl wir ja unsere Zugangsgeschichten schon ein bisschen runtergeschraubt haben, das heißt also 30er Heldenkombi ist nicht mehr notwendig hier für ein RH10 und auch keine 20er Heldenkombi beim RH9, sondern wir nehmen so ab Level 15 auf, also 15er King und 15er Queen sollten schon sein, mit passender Base und passenden Truppen, also so ähnlich wie der Piano hier aussieht. So, da haben wir hier den Patrick hier, ein schöner, stabiler Angreifer auch bei uns, aber ja, so ein bisschen, muss ich mal so sagen, stört es mich manchmal, dass die Leute immer ihre gleichen Angriffsstrategien machen. Also man kann sich ja auch mal was anderes einfallen lassen. Wenn es denn passt, dann passt es, gar keine Frage. Ja, aber so eine Base hier, die kann man auch mal ganz anders machen, nämlich mit einem Golaloon zum Beispiel. Und er entscheidet sich hier aber für einen Pekka Walk, also Pekka mit Heiler, unterstützt ihn mit 3 Heilern, glaube ich. Und hat jetzt noch 6 Magier und 11 Schweinereiter. Die Kombo hier ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten. Also ihr wisst das, ich nehme immer gerne 1 oder 2 Magier nur mit. Dafür sind meine Helden aber auch schon etwas stärker. Und investiere dann eher in noch mehr Schweinereiter, je nachdem wie tief man in die Base reinkommt. Aber so kannst du hier natürlich relativ sicher sein, dass du die Clanburg auch ganz gut schaffst und die Queen muss nicht alles alleine machen. Wenn dann ja so der ein oder andere Magier dabei hilft, ist das ja nicht schlecht. Er hat sich die Magier allerdings jetzt aufgespart und jetzt tanken hier oder müssen schon die Packer so ein bisschen tanken. Aber hier in der Mitte ist natürlich richtig was los mit der Tesla Farm und jetzt kommen auch noch die Nerven und Skelette dazu. Also die knabbern natürlich mal nur kleinen Schaden, aber die knabbern je weiter und je länger die Hocks natürlich reiten, desto länger knabbern die an den Hocks rum. Aber er hat sich extra noch ein Gift dafür aufgespart. Und ja, der X-Bogen ist jetzt auch Geschichte.
die haben ja richtig viele Lebenspunkte, diese X-Bogen, und deswegen tun sich Hox da natürlich sehr, sehr schwer. Er hat immer noch die Magier über. Wann setzt er den Magier denn mal? Ich habe diesen Kampf also noch nicht gesehen. Ah, okay, jetzt kommen die von hier hinten, weil jetzt er wahrscheinlich da gesehen hat, dass die Packers in der Mitte den Beschuss von den Bogenschützentürmen bekommen. Und ist vielleicht ein bisschen unglücklich, weil die werden jetzt dann, ah nee, da hat er genau einen Lakaien für mit. Auch nicht schlecht für den Bombenturm. Ah, der schafft den jetzt aber sicherlich nicht. Ganz alleine, da werden die Magier noch so ein bisschen bei mithelfen. Und dann ist das ja aber ein schöner Dreistern gewesen. Also knappes Ding hier auch von den Truppen. Queen nochmal eine Riesenbombe gelaufen und auch schon fast am Sterben, aber hat die BSC geschafft. Gut gemacht hier vom Patrick. So, wir gehen mal ein bisschen höher. Gehen mal hier auf die Nummer 9. Das ist der Joker-Chris. Die Base hatte ich mir eigentlich erst rausgesucht. Aber der Joker ist mir ein bisschen zuvor gekommen. War eigentlich auch ganz gut. Denn so konnte hier ein RH-11 auf ein RH-10 drei Sterne machen. Und ich habe mich dann so ein bisschen nach oben weiter orientiert. Mein erster Angriff. Ich bin danach sofort ins Bett gegangen. War 99% auf 9,5. Also da war ich schon wieder fertig. Dass es da an der Zeit gescheitert ist. Und das könnt ihr euch denken, weil ich spiele im Moment ja mit an vielen Fronten CKs, und wenn du dann eigentlich einen guten Abend, einen guten Lauf hast, das hatte ich ja, habt ihr ja gesehen, mit dem Avatar, dann bist du eigentlich guter Dinge, so nach dem Motto, ja, das wird hier auch was, aber ist nichts geworden. 99%, sehr unglücklich, musste also nochmal einer drauf, der ist dann auch gedreiert worden, aber ist natürlich dann ja nicht ein ganz verschenkter Angriff. Es war ja noch nichts drauf, also es waren dann zwei Sterne erstmal, aber das reicht natürlich auf einen 9,5 nicht. Und das hat der Gegner auch gut kompensiert. Und deswegen, wir haben so 20 Minuten Verschluss, haben wir eigentlich gedacht, naja, haben wir verloren. Das wird der Gegner wohl ganz, ganz locker schaffen, das eine Dorf da, unser RH9 mit dem RH11. Aber er hat es einfach verpennt. Und deswegen ist dieser Sieg sicherlich nicht uns so richtig gegönnt, aber ist dann wieder mal so ein, ich hatte es die Tage schon mal gesagt, so ein bisschen schmutziger Sieg. Ja, ein bisschen Glück im Unglück gehabt, denn wir haben hier auch etliche Angriffe gefehlt und mussten teilweise ein Sterne ausbessern. Also ist immer sehr leidig, wenn schon mal zwei Sterne irgendwo drauf sind, gerade im oberen Bereich, dann ist das ja nicht schlecht. Und wenn du am Ende noch Angriffe über hast, um da vielleicht nochmal einen Dreier raufzuholen, dann ist das noch viel besser. Aber so war das hier schon. Na, es war wieder so ein bisschen rumgekrampft, hätte ich fast gesagt. Und wir sind ja aktuell auch wieder im Clankrieg, spielen diesmal ein 20er, haben wir sogar hingekriegt mit unserer kleinen Truppe. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich hatte mir die Angriffe schon angeguckt. Ja, hier vom King Arthur. So eine Base hat der King auch schon mal gedreiert. Also er lockt jetzt erstmal hier die Clanburg raus. Und jetzt kommt natürlich so eine richtige Masse hier von Minions auf die Queen, und da habe ich solche Königin hier auch schon mal sterben sehen. Also er muss sie hier mitragen, also die Heiler nochmal richtig unter Wut setzen, dass die richtig fix jetzt die Queen durchheilen, denn Max Minions hier in der Masse, die ballern so eine Queen ganz, ganz schnell runter, wenn man nicht aufpasst. Und so versucht er jetzt erstmal hier weiter zu funneln, aber die Defense steht hier sehr gebündelt, und ihr seht das ja schon, wie viel Beschuss jetzt auch die Queen hier schon bekommt. Er muss sie jetzt schon das zweite Mal hier ragen, also er muss die Heiler ja ragen, nicht die Queen in Rage bringen, sondern eher die Heiler, dass die so richtig stark die Queen durchheilen. Kommt ihr aber weiterhin mit dem Funnel jetzt gut voran, und ihr seht das unten, er macht dann mit Bolan und seinem König weiter und hat fürs Finish auch Miner mit. Und wie knapp das hier in der Mitte wird, das könnt ihr euch angucken. Also das war wirklich eine Punktlandung. Denn es ist ja nach wie vor auch die Mitte hart verteidigt. Das könnt ihr euch denken, dass da in den freien Feldern irgendwo die Teslas auch noch rumschlummern. Und die machen natürlich nur punktuellen Schaden. Das heißt also, optimalerweise, ja, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn schon mal ein Inferno hier mit down geht, aber den schafft er, glaube ich, nicht mehr ganz. Aber der Funnel ist jetzt noch am Gange, das heißt, die Queen springt jetzt zwar, aber er hat sie natürlich schon gezündet, und so hat er jetzt gegen seine Miner auch noch den Inferno hier.
Aber er hat jetzt erstmal dann von hier unten zwei, drei Miner vorgeschickt. Mal gucken, wo die hingehen. Aha, die gehen schon mal auf den Inferno. Und jetzt hat er noch einen Wut und einen Frost auf den. Hat er eigentlich voll in die Mitte reingeworfen, um wenigstens den hinteren Inferno dort wegzukriegen. Und jetzt guckt euch das an. Das Rathaus fällt. Und das war eine Punktlandung. Alles andere in der Mitte ist jetzt weg. Also cooles Ding hier von King Arthur. Und stark verteidigt die Base hier. Also nicht schlecht. So, dann gucken wir uns noch einen hier oben an. Ich glaube, wir gucken uns einfach meinen Angriff mal an, wie ich den gemacht habe. Also ich war mir relativ sicher, dass ich hier irgendwo mindestens einen Stern hole. Also Rathaus draußen, das ist fast ein Stern. Und habe hier gedacht, ich gehe mal mit dem Queen Walk vorweg. Denn das Rathaus hier ist nicht stark verteidigt. Also nur der Bogenschützenturm und so ein bisschen die Kanone dort sorgen für Verteidigung. Ich habe dann erstmal einen Mauerbrecher zum Ablenken für die dicke Kanone gesetzt und meine anderen Mauerbrecher haben dann die Mauer aufgemacht. Aber meine Queen wollte nicht so, wie ich es eigentlich wollte, denn die sollte eigentlich reingehen und ist mir an der Stelle noch nicht gelungen. Na, war ich natürlich schon so ein bisschen knieserig, so nach dem Motto, ah Mist, Mauer auf und Queen geht nicht rein, weil Beschuss kriegt die jetzt gar nicht. Aber jetzt piekt schon mal leicht hier die Wardenstatue und ja, die tut auch ganz schön weh, dann zusätzlich noch mit der Kanone. Das heißt, jetzt muss ich auch mal meine Heiler so ein bisschen hier in Rage bringen, dass die Queen weiter stark durchheilen. Aber ich verliere jetzt gleich ganz, ganz viele Heiler. Das ist mal ein bisschen unglücklich, denn da sind drei Minen, glaube ich, gleich gewesen. Und die Luftabwehr schießt jetzt schon auf meine Queen und die wollte ich ja unbedingt wegkriegen. Jetzt habe ich gar keine Luftabwehr mehr, also gar keine Heiler mehr, aber ich habe die Luftabwehr gerade so geschafft. Also, erste Teilziel hier erreicht. Ne? Man kann das auch so ein bisschen nach Etappen machen hier oder nach Teilziele. Also erstes Teilziel erreicht. Rathaus 17%. Und jetzt mit Babydrachen und dem King hier den Funnel für meine Drachen hier weiter aufgemacht. Das war auch, glaube ich, so in Ordnung. Schaffe jetzt schon mal das ein oder andere Dev-Gebäude. Das müssen dann ja auch die Drachen nicht wegmachen. Und mein Babydrache packt hier auch noch den Bogenschützenturm. Also auch nicht schlecht. Jetzt setze ich meine Drachen und einen habe ich hier auf der Ecke gesetzt. Ah, der war ein bisschen unglücklich, aber ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass meine Truppen nach außen gehen und komme jetzt aber mit der Masse an Drachen, unterstützt hier mit den Loons in die Mitte rein und versuche hier jetzt natürlich erstmal Hartprozente zu holen, habe dann kurz einmal die Feger gefreezed, damit meine Drachen so ein bisschen ein kleines Stück weiter voran können. Denn die Dinger sind äußerst nervig und ihr seht das hier in der Mitte sind auch die harten Gebäude, die ziemlich viele Lebenspunkte haben, nämlich Clanburg, das dunkle Lager, ja, und das dauert natürlich alles bei Drachen. Und es waren immer noch keine 50%, aber der Drachen, den ich hier außen gesetzt habe, der hat ja so gut wie noch keinen Beschuss bekommen. Und ich habe jetzt zwar noch die Adler-Dev da, die ewig jetzt auf den Drachen rumballert, aber die macht natürlich jetzt nicht so viel Schaden an meinem Drachen. Und da der noch volle Lebenspunkte hatte, brauchte ich jetzt nur noch die Kanone hier, zack, da waren es 50% und schaffe sogar noch den Bohrer. Aber das war es dann natürlich auch, jetzt kommen hier die Tesla hoch. Und der Magerturm und natürlich auch noch die Adler-Dev. Aber ich denke mal, das war ein stabiler Zweisterner hier. Und das war an der Stelle, ja, das war, glaube ich, ganz gut. Und den wollte ich mir nicht angucken. Den haben wir ja schon mal gesehen. Wir nehmen hier noch einen von Hocke mit rein. Auch ein Zweisterner. Also ich will euch ja nicht nur drei Sterner hier zeigen, sondern auch zwei Sterne sind hier in diesen oberen Bereichen sehr, sehr wichtig. Und wir gucken mal, wie sich der Hocke hier geschlagen hat durch diese Base hier, also mit Heilern und Bolern diesmal. Okay, ich glaube, ich habe den ganzen Tag verfolgt, dass die diese Angriffsstrategie hier mit zwei Heilern so ein bisschen testen. Denn es ist ja mal gar nicht so schlecht. Ihr seht das hier, wie weit die Heiler schon mit in die Mitte gehen und immer noch dabei sind. Also die Truppen hier so ein bisschen am Leben halten. Muss ja gar nicht so super viel sein. Aber ich habe das hier heute gesehen, die Leute haben hier oder unsere Elfer haben hier so genau solche Angriffe ganz stark geübt und muss was dran sein an dieser Strategie. Also schönes Ding hier von Hocke, den machen wir mal kurz schneller und dann waren das hier zumindest auf diese Base hier stabile zwei Sterne. Das hat ja am Ende auch gereicht, habt ihr ja gesehen und eher unverdient, aber man sagt ja auch, das Glück ist mit den Tüchtigen. Tüchtig waren wir hier natürlich auch, keine Frage. Und ich denke, im nächsten CK haben wir auch wieder kleinere Vorteile. Wir schauen kurz mal rein. Wir haben hier oben also 6 Elfer beim Gegner
Und auch wir haben, okay, der Gegner hat 7, 8 Elfer, aber ich glaube, die Elfer hier 8 und 7 sind nicht ganz so stark. Und dafür hat er dann hier unten wieder Fails. Also da weiß ich nicht, was das Matchmaking von Supercell wieder macht. Also mit dem 7er, 8er, 8er und dem 10er hier, der keine Defense hat, sind das hier schon mal zumindest die unteren sind 3, 6 Angriffe weniger. Müssen wir mal gucken, wie wir den CK hier machen. Ihr seht, das 43 Minuten geht hier los. Und bleibt einfach bei mir dran. Dann werdet ihr vielleicht etwas aus diesem CK hier sehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.